herzlich willkommen bei Einfach Yummy. Ja, es ist ja gerade Pflaumenzeit und ich bin letzt über ein leckeres Pflaumenrezept gestolpert und zwar ist es der Pflaumenkobbler. Das hat mir gar nichts gesagt, das ist was wirklich ganz Neues für mich. Ich habe da nur rausgefunden, es ist so was Ähnliches wie ein Pflaumencrumble. Habe ich auch vor ewigen Zeiten schon mal abgedreht. Ich kann euch das Video dazu auch nochmal hier oben in das i setzen, in die Infocard setzen. Da könnt ihr gerne mal den Pflaumencrumble anschauen. Und heute geht es aber um den Kobbler. Und im Gegensatz zum Crumble, der Crumble hat ja diese knusprigen Streusel oben drüber, hat der Kobbler einen weichen Keksteig, einen weichen Kuchenteig. Und ich möchte es heute unbedingt ausprobieren. Ich möchte nämlich rausfinden, ob ich eher Team Kobbler oder Team Crumble bin. Falls ihr den Kobbler schon kennt, schreibt mir doch mal gerne, wie er euch schmeckt. Seid ihr eher Team Kobbler? Seid ihr eher Team Crumble? Ich möchte es heute rausfinden und deswegen probiere ich das heute natürlich mit euch zusammen aus. Und wir fangen jetzt an. Wir brauchen für dieses Rezept, das ist ungefähr für 4 Portionen, folgende Zutaten. Ich schreibe euch die Zubereitung und auch die Zutaten wieder alle unten in die Infobox. Und zwar brauchen wir jetzt folgendes. Zum einen brauchen wir Pflaumen, dann etwas Vanillezucker, Speisestärke, braunen Zucker, Zimt. Für den Teig brauchen wir Butter, Zucker, Salz, Vanillezucker, Mehl, Backpulver, ein paar kernige Haferflocken, etwas Milch und natürlich noch oben drüber ganz zum Schluss auf den Kobblerteig kommt nochmal brauner Zucker drüber gestreut, dass das Ganze so karamellisiert und richtig, richtig lecker wird. Und ich freue mich riesig drauf. Wir starten. Als allererstes brauchen wir den Thermigarnisch. Der hat sich bei mir auch schon wieder abgeschaltet. Ich habe zu viel mit euch geredet. Wir holen uns einfach eine Schüssel und geben in diese Schüssel 500 Gramm Pflaumen. Ich habe meine gut abgewaschen und entsteint, in Spalten geschnitten. Ihr könnt auch Zwetschgen nehmen oder anderes Obst nehmen, zum Beispiel Äpfel oder was euch sonst noch so einfällt, was ihr mit diesem leckeren Keksteig überbacken könntet. Und die kommen jetzt einfach erstmal in eine Schüssel zusammen mit 40 Gramm braunem Zucker. Könnt ihr natürlich reduzieren oder ihr könnt etwas mehr Zucker dran geben. Kommt auch immer ein bisschen auf das Obst drauf an, wie reif und süß das Ganze ist. Dann darf bei mir natürlich nie Zimt fehlen und ich gebe da jetzt schön eine ordentliche Prise Zimt dran. Das könnt ihr auch ganz nach Ermessen machen, ob ihr gerne kräftig Zimt mögt oder lieber ein bisschen zart. Dann ein Teelöffel von meinem selber hergestellten Vanillezucker gebe ich dazu und 20 Gramm Speisestärke. Und das vermische ich jetzt erst einmal, gerade mit einem Esslöffel, einmal kurz durchrühren, dass überall vom Zucker an den Pflaumen hängt, vom Zimt. So, das war's schon. So sieht das Ganze aus. Das stellen wir jetzt einfach ganz kurz zur Seite und machen mit dem Kobblerteig weiter. Dafür hole ich mir jetzt mein Thermi wieder her. Und wir können uns jetzt schon mal den Backofen auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorheizen. Für den Teig kommen jetzt 50 Gramm weiche Butter in Stücken in den Mixtopf. Also rechtzeitig die Butter rausnehmen. Meine ist, glaube ich, auch noch nicht lange genug draußen. Ich werde nachher einfach, wenn ich das Ganze verrühre, ein bisschen Temperatur mit dazugeben. Dann ist es nicht ganz so schlimm. Auch wenn ihr jetzt spontan diesen Kobbler ausprobieren wollt, macht es genauso. Dann seid ihr auf der sicheren Seite. 50 Gramm weißer Zucker kommt dazu. Ein Teelöffel von meinem selber hergestellten Vanillezucker. Und eine Prise Salz. So, und das verrühren wir jetzt schön cremig. Ich stelle eine Minute ein, wie gesagt, ich gebe noch etwas Temperatur dazu, 37 Grad auf der Stufe 4 und lasse das Ganze schön cremig rühren. So, das Ganze ist schön cremig, ich zeige euch das jetzt mal, so sieht es aus. Richtig schön weich und cremig ist die Butter. Jetzt kommen 70 Gramm Mehl mit dazu. Einen halben Teelöffel Backpulver
Dann mische ich gleich mit dem Mehl etwas. Dann 15 Gramm Haferflocken. Ich nehme jetzt kernige Haferflocken, dann kriegt das Ganze noch so ein bisschen Crunch. Und ungefähr 25 bis 30 Gramm Milch. Ich mache jetzt erstmal so 3/4 dazu und verrühre den Teig 30 Sekunden auf der Stufe 5. Und dann schaue ich mal, wie er von der Konsistenz ist. Und eventuell kommt dann der Restmilch noch mit dran. So, ich check gerade mal den Teig. Ich zeige ihn euch. Er ist noch ein bisschen fest. Deswegen kratze ich einmal alles runter vom Rand, was hier hochgespritzt ist. Und gebe den Restmilch noch mit dran. Also der Teig sollte ein bisschen locker, ein bisschen schön cremig sein. Dann ist es genau richtig. So, jetzt noch mal kurz anstellen. Noch mal gerade kurz 10 Sekunden auf Stufe 5. So, noch mal schauen. Jawohl, jetzt gefällt mir der Teig richtig gut. Schaut mal, er ist schön cremig. So genau so soll er sein. So, ich mache mir kurz Platz, schiebe meinen Thermi zur Seite. Hol mir eine kleine Auflaufform. Meine hat jetzt die Maße 24 auf 16 cm. Ich habe es gerade noch mal nachgemessen, damit ich es euch sagen kann. Also ungefähr so eine Größe braucht ihr. Muss jetzt nicht exakt die gleiche Größe haben, aber ungefähr, damit der Koppler da auch gut reinpasst. Da hinein gebe ich jetzt die vorbereiteten Pflaumen. So, verteile sie etwas gleichmäßig. So sieht es jetzt aus. Und nun geben wir einfach den Teig hier oben drauf. Ihr könnt es mit 2 Esslöffeln machen und als kleine Kleckse einfach oben drauf verteilen. Der Teig verläuft nämlich nachher noch beim Backen und von daher braucht ihr euch da jetzt keine große Mühe machen, einfach mit 2 Esslöffeln Kleckse draufsetzen und nachher beim Backen verläuft das Ganze dann wunderbar gleichmäßig. So, mein Lieben, so sieht es jetzt aus. Und jetzt kommt noch etwas brauner Zucker über den Teig. Und der karamellisiert dann nachher auch noch richtig toll beim Backen. Ich sag's euch, das wird der Hit. Also ich bin wirklich richtig, richtig gespannt. Jetzt wandert mein Pflaumenkoppler in den Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 25 Minuten. Bleibt ein bisschen beim Backofen und habt ein Auge drauf, denn ihr wisst ja, jeder Backofen backt ein kleines bisschen anders, damit euch das Ganze nicht zu dunkel wird. Bis gleich! Ja, meine Lieben, hier ist der fertige Pflaumenkoppler. Er war bei mir jetzt 25 Minuten im Backofen. Oh, er riecht einfach traumhaft. Schaut ihn euch nochmal an. Ich hoffe, ihr könnt es erkennen, wie fantastisch er aussieht. Einfach mega lecker. Ich bin sehr gespannt, ob ich Team Koppler oder Team Crumble bleibe. Oder vielleicht schmeckt mir auch beides so gut, dass ich mich gar nicht entscheiden kann. Ich werde mich jetzt mit meinem Mann drüber hermachen. Es ist nämlich noch sehr früh am Morgen. Wir haben noch nichts gefrühstückt und ich freue mich schon riesig drauf. Ihr könnt ihn natürlich auch als Kuchenersatz mit einer Kugel Eis genießen. Wer mag, kann natürlich Puderzucker noch drüber geben. Wir machen uns jetzt aber drüber her. Deswegen sage ich euch schnell Tschüss. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Gebt mir gerne ein Däumchen nach oben.
Und falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann holt dies ganz schnell nach. Es ist völlig kostenlos. Alle Videos sind kostenlos. Ihr werdet auch immer über die neuesten Videos informiert und verpasst keines mehr. Und falls ihr Lust auf weitere leckere Rezepte jetzt bekommen habt, dann schaut sehr gerne einmal hier vorbei. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Tschüss!